بارك الله فيكم. Man merkt, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, bestimmte Themen hier führt, die sind normalerweise von Gewohnheiten. Das ist nicht unbedingt von Religion. Aber die Sahaba waren treu und die Gelehrten des Islam waren treu, indem sie uns alles, alles erklärt haben, damit wir alles bekommen von der Religion, auch solche Themen. Und zwar, Babu man baraka ala rukbatayhi, Kapitel, derjenige, der auf seine Knie hockt. Anas ibn Malik radiallahu alayhi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Wuhr-Gebet als Vorbeter gebetet. Und nachdem er As-Salam gegeben hat, also das Gebet zu Ende geführt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestieg sein Minbar. Und er hat von dem letzten Tag gesprochen, von der Stunde, und er hat große Themen erwähnt, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, wer eine Frage hat, soll diese Frage stellen. Bei Allah, wenn ihr heute jede Frage stellt, dann werde ich eine Antwort geben, solange ich hier bin. Dann haben die Leute angefangen zu weinen. Viel zu weinen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt viel. Fragt, fragt, fragt. Dann saß Umar auf seine Knie, hockte auf seine Knie. Und er sagte, wir akzeptieren Allah als unseren Herr und der Islam als Religion, oder wir sind damit zufrieden, dass Allah unser Herr ist, der Islam unsere Religion und unser Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann hat aufgehört zu reden, nachdem Umar das gesagt hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weh, Aula, weh, bei demjenigen, der die Seele von Muhammad in seiner Hand hat. Ich habe heute das Paradies und die Hölle gesehen, wie die Breite dieser Wand. Und ich habe niemals so Gutes und Schlechtes oder Böses gesehen. Deshalb hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gemacht, Barakallahu Fikum, indem er den Leuten das erklärt hat. Und überlegt euch, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sieht Paradies und Hölle. Paradies ist so schön und das ist alles gut. Und die Hölle ist schrecklich. Deshalb hat der Prophet Sallallahu den Leuten davon erzählt. Sehr lange hat er erzählt über dieses Thema, über Paradies und Hölle. Und er hat ihnen Wissen gegeben. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi.